Tuch dran. Warum ist er summiert, der Wolf? Der hat gar nichts offen, sondern er hat sich zum Werwolf entwickelt gehabt. Nein, der Lou. Wenn man mit dem Lou, wenn man zum Lou fährt oder wenn man mit dem Lou fortgeht, kann man schon vorstellen, dass das eskaliert. Achtung, Drop. Irgendwann. Ich sag's euch, irgendwann nicht mehr. Heute nicht, aber definitiv. Wenn nicht mehr heuer, nächstes Jahr definitiv. Hundertprozentig. Ansage. Ansage ist raus. Den Drop spätestens nächstes Jahr springen. Leute, seht ihr mich überhaupt, Alter? Alles grün bei mir da. Ich bin ja voll in Darm los. Da ist der Moon mit dem Autopische. Gebt der Spaß los, Mann. Twitch ist live, die Welt schaut zu. Autopische zeigt uns seine Outdoor-Show. Ich bin voll in Darm. In den Wäldern und auf den Höhen streamt er live, lässt uns teilhaben an seinen schönen Ideen. Mit Rucksack, kein so groß, aber ich hab mir gedacht, ich will nicht zu viel mitfilmen, weil ja, das ist dann eh so monoton. Ich hab eigentlich nur so was Zwischendinge, man will immer. Bringt sonst nichts. Und indem ich eh nicht weiß, wie es wird, muss ich eh mal schauen. 11 Minuten oder 12. Aber ich hab noch andere mit. Okay. In der also die ist auch nicht jetzt komplett frei. Alex, der Steiger fällt an 100 Kilometer Gratulation aus Zweirad-Raketen. Leute, wir haben 100 Kilometer! Wuhuhu! Wuhu! Bam, da sind wir. Schützt euch. Ich werde mir das noch ein bisschen so aufmachen. Ja, ja, besser. Ja, wird schon passen. So, wir bauen heute meine Bremsscheibe mal, eine neue. Ja, kriegt ihr schon alles, sorry. Fängt ihr schon gut an. Ich muss da noch ganz kurz meinen zurückschreiben. Bin gleich bei euch. Aloha, grinsender Smiley. Grüß dich. Ah, Bea, hallo, grüß dich. Alles fit bei dir? In, warte mal, Burgenland oder Niederösterreich? Ich glaube, Burgenland war das. Nein, Niederösterreich. Ah, ich weiß nicht. So. Es ist so fucking heiß, oder? So, ich stehe jetzt einmal mit dem Bike ein bisschen auf Zeiten. Niederösterreich, okay. Ja, ja, eigentlich schon. Den Umständen entsprechend, sage ich jetzt einmal. Ne? Also ein bisschen Muskelkater habe ich noch. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, ob ich das in einer Stunde auch noch sagen kann. Ob ich mir mein Bike zerstört habe oder nicht. Du kannst mir alles fragen. Ich bin ein offenes Buch. Ich werde sie bestmöglich beantworten. Mit bestem Gewissen. So. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt Handschuhe an. Sie hat auch schon auf Nein. Nein. Wir brauchen eine neue Bremsscheibe. Ich habe einen Unfall gehabt im Bikepark letzte Woche. Und da hat sich die Bremsscheibe so arg verzogen, dass wir es tauschen. Gibt's da schon irgendeine Tubeless-Bremsscheibe oder sonst irgendwas? Gibt's da irgendwas Besonderes? Wireless-Bremsscheibe oder was? Erst, ich finde nur schon wieder. Nicht draufkrapschen, musst wieder alles mit Bremsenreiniger nachputzen. Ah, da haben wir sie schon. Ich hab nur rechte. Ja.
Müssen wir putzen dann. Ja, da war sogar. Da war sogar Zeichen drauf. Nicht draufgreifen. Und Kette ist ölig. Warning. Warning, steht drauf. Deshalb ziehen wir uns jetzt Handschuh an. Oh, ich brauche einen linken Handschuh. Ich brauche einen linken Handschuh. Hallo, ich bin der Outdoor-Pichel. Mein Leben ist so ordentlich. Alles ist immer bei seinem Platz, wo es hingehört. Das bin ich. Du bist nicht du, wenn du keinen Snickers hast oder irgendwie so, oder? Das ist aber die Warnung, weil es heiß wird beim Bremsen oder wie beim ersten Mal Glockner bei mir rauchend. Ah ja. Bea. Servus aus Sackinfoss, Victory Gäste, winkende Hand, helle Hautfarbe. Zakynthos, Herr Chelas. Oder wie sagt man? Der was. Naja, Bea, um der Frage zu beantworten. Man muss öfters mit dem Fahrrad fahren. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal Fahrrad gefahren bin, da hat man meinen Arsch auch noch 10 Kilometer weiter. Es sind die Sitzknochen. Die Sitzknochen müssen erst ein bisschen eine Hornhaut bilden. Ja? Also das kocht sich jetzt ein bisschen grauselig an, aber das ist nicht so eine Hornhaut auf deinen Hintern, sondern das ist unter der Haut. Ne? Und dann hast du auch keine Probleme mehr. Ich habe eher Probleme gehabt mit meinem Arsch, in der Arschritze. Wir können da offen reden, wir sind da unter uns. Meine Arschritze hat sich ein bisschen aufgescheuert und war halt komplett rot. Ne? Vom Schweiß. Also war die Arschritze und nicht die Sitzknochen. Also ich könnte, glaube ich, 20 Stunden, 50 Stunden auf dem Fahrersattel sitzen ohne Schmerzen. Aber der Schweiß war das Problem. Nächstes Mal muss ich mich einfach ein bisschen einschmieren. Dann ist das Thema komplett beseitigt. Genau. Wir reden immer offen, betende Hände, mittlere Hautfarbe. Natürlich. Aber bei mir geht's auch ohne Sitzpolster über Stunden. Ja, also ich hätte auch irgendwie. Okay, danke. Ich brauche. So einfach mehr herumdüsen. Genau, einfach öfters fahren. Dann geht das weg. Habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. Ich habe mir so einen richtigen Pensionistensitz gekauft. So einen richtigen, weichen, ganz großen. Bringt auch nichts. Das bringt nichts. Man muss einfach öfters fahren. Ich brauche eigentlich auch keine Radlhose mehr. Es ist ja ein bisschen angenehmer, ne? Wenn du länger fährst. Aber. Eine Radlhose brauche ich eigentlich nicht mehr. Ganz genau. Ganz genau. Aber Hunger kann man nicht unterdrücken. Da gebe ich der Bier komplett recht. Einfach genug Riegel mitnehmen, Bier. Einfach ein paar Schokoriegel mitnehmen oder irgend sowas. Hunger und Durst ist dir ein Gegner. Ja. Wobei. Hunger habe ich eigentlich sehr selten bei meiner Radtour, muss ich sagen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen befreit. Aber ich schiebe auch einen gescheiten Ranzen mit, ne? Wo der Körper zugreifen kann. So. Es wird ernst. Sollen wir uns vorher noch ein YouTube-Video anschauen? Okay, das passt einmal. Wie viel Newtonmeter ist denn das anzusagen? 40, naja. Ist das jetzt in die Gegenrichtung? Lock auf. Das ist, glaube ich, ein Linksgewinde, oder? Ich auch nicht, aber wenn man es übersieht, ist bei mir die Energie plötzlich weg. Ja. Es geht dann schnell, wenn man es übersieht. Warte, ich hole mal kurz eine Windpauschal. Herzeventilator, weil ich da so stehe? Ja, Herzig, gell? Ich hole schon eine Windpauschal. Ohne Ventilator geht da gar nichts heute. Es ist einfach die brütende Hitze. So, jetzt haben wir das Windpauschal um. Es wird ernst.
Sehen wir vielleicht vorher noch. Doch, wir dann vorher noch. Wir dann das vorher noch reinigen. Wir dann das vorher noch reinigen. Ist keine Hexerei, sollte doch normales Rechtsgewinde sein. Ja, jetzt kommt's wieder Oma, gell? Bremsenreiniger schnuppern, ja? Die Mika ist gerade ins Zimmer gekommen. Und ich kann auch die Sattel von Esculap empfehlen, Bär. Die sind zwar nicht recht günstig, aber die bringen halt wirklich was. Aber du musst auch, da muss man einfach ein, zwei, drei Mal fahren, bis sich die Hornhaut bildet. Aber bevor du da irgendwie in investierst. Servus Michi! Ja, ich bin in Shoppe sein Getriebe, wie man es angeschaut hat, das hat halt wirklich geglänzt wie komplett neu aus der Fabrik. Ne? Das ist schon, durch die gewachsene Kette schaut das alles schon nochmal schön aus. Leute mit gewachsener Kette nicht kennen. Ja. Neue Bremsscheibe und Bremsbeläge, weil meine Bremsscheibe so verbogen ist, dass wir es nicht mehr grappeln können. Am Mountainbike, ne? Weil ich einen Unfall gehabt letzte Woche im Bikepark. Bitte. Schaut her, ich sah fast aus wie neu. Ja. Versuchen wir es mal aufmachen, oder? Und das Teil ist wieder hinter. Ja, aber da steht Lock in eine Richtung, ne? Wir müssen es in die andere Richtung auch machen. Schauen wir mal. Ja, okay, es geht wirklich leicht. Dann machst Richtung Unlock. Oder irgendwas reinigen oder schmieren oder irgendwas? Reinigen immer gut. Danke, Tomtek, für dein Follow. Dr. Tomtek, danke für dein Follow. Und servus. Habe ich dir. Jawohl. Da ist er wieder. Da bin ich wieder, ja. Danke, servus. Tolga Friedenberg, für dein Follow. Servus, Tolga! Leute, jetzt kann ich es einfach erzählen. Jetzt ist der Tolga da. Weil er war vorher im Livestream dabei, wie ich mit dem Rad herumgefahren bin, zum Schnorcheln gehen. Wer war dabei? Ansehen, Chat.
1. Ja, da ist der Holger zu uns reingekommen, weil sie vielleicht nur erinnern kann. Nur kurz, aber 1. Ja, und der Holger Freediver, das habe ich damals noch nicht gewusst, wie er, also vorher damals, wie das schon Jahre her ist, hat eigentlich schon, dass er früher Unterwasser-Livestreams gemacht hat, ne? So, jetzt habe ich einmal auf Instagram geschrieben, es ist ein Profi-Freediver, Leute, ein Profi-Freediver. Ja, mit Weltrekord. Und jetzt kommt es nämlich, jetzt haltet euch fest. Der Tolga möchte mich gern supporten, indem dass er mal sein Unterwasser-Live-Box zusendet für einen Teststream. Wie geil ist das? Servus. Hab ich die Ehre. Das ist richtig geil, Alter. Da kann ich dann den Traumfall sagen, Lev. Geil einfach. Ja, wie fest darf ich das jetzt anziehen? 40 Newtonmeter, ja super. Wer sagt man, dass das dann 40 Newtonmeter ist? Hände, mittlere Hautfarbe. Richtig geiler Typ. Das, warte mal, ich zeige euch den jetzt. Ich will das gesehen, aber man dachte, das gibt's ja nicht. Der mich halt unsupporten, ja? Warte mal, ich zeige euch den. Ich feiere das nämlich richtig. Moment. Schaut her. Einfach mir nichts, dir nichts, möchte uns der supporten. Da gehen wir mal da, Mika. Gehst du so bitte da schnell mal? Danke. Moment, Moment. Sagen wir gleich. Wo haben wir da? Insta. Wo ist er denn? Da, jetzt. Moment. Achso, ich muss ja die Szene wechseln, gell? Profi-Bichl am Werk. Moment. So, warum her mit das? Doppelt. Da, schaut euch an. Ich weiß noch nicht, wie oft du Sachen kaputt machst. Psst, das muss ich nicht wissen. Ich passe natürlich voll auf, Tolga. Auf fremde Sachen passe ich auf. Schaut euch das mal an, was für ein krasser Typ das ist. Danke für die lieben Worte. Ich habe so viel Support im Leben bekommen. Mach dir keinen Kopf. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, mega, wirklich. Tolga, warte mal, schau. Also das, was du da machst, Moment, das hätte ich auch schon mal probiert. Moment, Moment. Ich mache Spearfishing. Ja, Moment. Jetzt kommt's. Pass auf. Moment. Warte. Das ist in Dänemark. Warte. Schau her, Tolga. Warte mal. Aber ich habe halt nichts gefangen damit, ne? Das ist jetzt auch nicht so das Profi-Ding wahrscheinlich, was du da hast. Aber ich habe auch sowas. In Kroatien, ne? Ist es ja erlaubt auch. Bei uns in Österreich nicht. Aber irgendwann werde ich mit dem Ding auch einen Fisch fangen und essen. Das mache ich natürlich nicht aus Spaß. Das macht man, damit man das dann isst quasi. Und viele Leute wissen das nicht. Das ist viel... Das ist viel, viel schonender für den Fisch als wie Angeln. Nur damit wir mal drüber gesprochen haben, Leute. Gibt's eigentlich was für Outdoor, was du nicht zu Hause hast? Ist auch viel cooler als Angeln. Ja, es gibt schon, ja. Wie nennen sie das? Ein Wingsuit habe ich noch nicht. Ne? Oder ein Paragleiter. Ja, auf jeden Fall ist ein richtig krasser Typ. Wirklich, Tolga. Wahnsinn.
Richtig genial. Was hast du vielleicht für einen Weltrekord? Weil da steht, es ist die selektivste, nachhaltigste Art zu fischen. Wenn es sich ergibt, dann gehen wir mal nach Dänemark und ich zeig's dir. Können wir auch paar Hummer fangen, zwinkern das Smiley. Oh ja, also wenn ihr mal... Dann her damit, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Wenn ich irgendwann wieder mal Richtung Norden fahre, dann müssen wir uns auf jeden Fall uns treffen, wirklich. Dann gehen wir mal eine Runde Freediven und Spearfischen. Dann sag's mir das einmal. Guinness Rekord gemacht. Im Weißen See in Österreich. Weißen See. Warte mal, da steht da gerade eine Leiter. Normalerweise bin ich eigentlich in Österreich ziemlich gut. Weißen See. Kärnten. Tiefster Tauchgang mit einem Atemzug unter einer Eisdecke in die Tiefe. Genial. Kärnten. Ah, da. Okay. Ah, dort ist es. Ich sehe es gerade auf der Karte. Bei der Trau dort. Okay. Ja, ich möchte, ich kann dir schon sagen, wo ich die Livebox, also beziehungsweise die Unterwasser-Kamera-Box, die werde ich testen im Grübelsee. Vielleicht sagt ihr das auch was? Grübelsee? Holger, sagt ihr das was? In Österreich, Grübelsee, in der Steiermark? Mit dem Camper unterwegs war viel in Kroatien. Ja, Kroatien ist sowieso schon wunderschön, ne? Ja, genau, und dann Grübelsee. Da möchte ich dann die Box testen sofort, wenn die da ist. Aber wahrscheinlich, also August wird schwer werden, weil ich fahre jetzt am 14. August fahre ich los auf eine Bikepacking-Tour, 2 Wochen lang. Aber danach, wenn die Box da ist, bis dorthin, dann auf jeden Fall wird die im Grübelsee getestet, am Attersee, am Traunfall, am. Was für Bergs, auf diverse Bergseen. Will gar nicht stören. Viel Spaß beim Basteln. Alles klar. Wir hören uns. Und Holger, danke nochmal. Geiler Typ. Danke. Danke vielmals. Du bist einfach aus dem Nix heute da ins Stream gekommen und lässt einfach so viel Liebe da. Danke vielmals. So, Freunde, das heißt, wir gehen jetzt weiter da. Also, die alte braucht ja kaputte Bremsscheiben. Kann man mit dem was anfangen? Ich weiß es nicht. Können wir da draus was basteln? Also, wegschmeißen tun wir es einmal nicht. Ich hebe es auf. Bin ja gerne Messi, was das angeht. Jetzt wird es nämlich viel ernster. Wir müssen die Bremsbackeln tauschen. Bremsbackeln müssen wir jetzt tauschen. Leicht. Ist auch leicht? Okay. Ja. Du hast auch gesagt, die Federgabel ist leicht, der Service. Von denen habe ich schon Angst. Das gerade mal aufgebogen da wahrscheinlich, sonst geht das gar nicht raus. Okay. Bitte deppert die schon aus. Und ein Zoom wäre geil. Ja, sehr gerne. Okay. Kamera spinnt gerade, Moment. Alter Schwede, was ist denn jetzt? Der Scheiß, weil das Scheiß Ding da im Weg ist. Ui, Scheiße.
Ja, oh ja, oh ja. So. Einmal mit ein bisschen Profi. So. Da muss man ein bisschen mehr zoomen. Mehr kann ich leider nicht rein. Mehr geht nicht. Wir sind komplett auf Anschlag. Zoom ist gut. Mehr geht eh nicht. So, dann brauchen wir wahrscheinlich irgendeine spitze Zange, oder? Damit wir das raustun können. Oh, geht das auch? Man, so schlecht schaut es gar nicht aus. Aber. Eine Seite ist ja komplett angeschliffen, weil es verbogen war. Ne? Deshalb müssen wir es tauschen. Die andere Seite war ja noch voll in Ordnung. Aber wir müssen wahrscheinlich beide Seiten, gell? Bleibt noch aus. Gibt es da vorne und hinten? Oder sind das beide gleich? Nein, sind die beide gleich. Vielleicht sollte man sich Handschuhe anziehen. Da ist dabei. Achso, ein neuer Stift ist auch dabei. Okay. So. Muss man die irgendwie anschleifen oder sowas? Muss man die vorschleifen oder irgendwie sowas? Ich habe ja mal ein Video gesehen, was vorgeschliffen worden ist. Nein, nix. Nix, okay. Ja. Hey, wie geht das jetzt? Das innen? Jetzt mit Plastikreifenheber oder Schraubenzieher vorsichtig die Kolben zurückdrücken. Warte mal. Ich muss das da mal handeln. Ich glaube, so gehört das, oder? Ja. Die Kolben zurückdrücken, okay. Mit Reifenheber. Moment, die Reifenheber habe ich im Gravelbike. Freunde, habt ihr eigentlich schon mein neues Video gesehen auf YouTube? Wer es noch nicht gesehen hat, mein neues YouTube-Video. Ja, mit Metall werden die sonst eventuell zerkratzt oder kaputt. Nach kaputt machen wollen wir nichts. So, und die können wir die putzen auch? Wenn ihr noch nicht mein neues YouTube-Video gesehen habt, das ist heute um 18 Uhr rausgekommen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut und einen Daumen nach oben da lasst oder nach unten und einen Kommentar, wenn ihr es geil findet. Das würde mich echt supporten, damit und den Algorithmus ein bisschen zu pushen. So, und jetzt versuchen wir da das Ding reinzugeben. Noch nicht gesehen, aber Tab fürs Video schon offen. Jawohl. Wie war das jetzt? So, oder? Hä? Irgendwie schaut das nicht original aus, was mich fragst. Ah ja, okay. Ja. Das, also wenn man jetzt uns zuhört, nur das quasi hört, was ihr schreibt, oben reindrücken, zusammendrücken und reinstecken, gell? Also das könnte jetzt auch ohne Fans-Content sein. Willst du nur gesagt haben.
die Anweisungen, was ihr mir da gebt. Nein, ich freue mich über die Hilfe, weil sonst war ich aufgeschmissen. So. Und jetzt quasi den Stift reinstecken und umbiegen. Ne? Wie biegen wir das um? Mit dem Leatherman. Ohne Leatherman gehe ich nicht außer Haus. Okay. Halt. So. Nächster Schritt. Soll ich vorne auch die Bremsen wechseln? Soll ich vorne auch die Bremsen wechseln? Ich glaube, wir wechseln es vorne auch gleich, da fällt nicht mehr viel. Die sind ziemlich angefahren. Ja, wie ich da beim Bikepark unterwegs war, wie viele Höhenmeter sind wir gefahren? Ich glaube 4000 oder so. Da ist richtig was weitergegangen. Also bergab, 4000, ne? Gut, und dann muss Rad rein. Und dann muss Rad rein. Und hoffen, dass es funktioniert. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Hat das falsche Bremsbackeln? Haben wir die falsche Bremsbackeln gegeben? Die bewegen sich ja ziemlich viel herum da. Die Bremsbackeln. Ist das normal? Nein, sollte, glaube ich, fest sein. Dann haben sie einen falschen Bremsbackeln gegeben. Die schauen schon anders aus, wie die, was ich drinnen habe. Die schauen auch schon anders aus. Die schauen anders aus. Die haben mir vorher schon Bremsbacken gegeben. Einmal mit Profis. Das weiß ich nicht. Das schaut, also es wackelt alles da. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das okay ist. Die Bremsbeläge da drin, die kann ich hin und her schieben. Bis zum geht nicht mehr. Schau her. Also. Das kann man nicht vorstellen, dass das original ist. Ich sehe das wahrscheinlich nicht, aber. Warte mal. Ich kann den Bike nicht umher schieben. Moment mal, ich tue. Steht auf der Bremse das Modell drauf. Warte mal, ich tue es nochmal aus jetzt.
Schaut her, das ist komplett anders. Nein, das kann nicht passen. Bitte, das kann nicht passen. Unmöglich. Warte mal, schaut her. Warte. Ich zeige euch jetzt einmal. Das da ist das alte. Mach scharf. Seht ihr das, der Unterschied? Das da ist das alte. Das ist das alte. Ah, neue, das da. Das kann nicht passen. Nein, Gott. Einmal mit Profis. Was für ein Modell steht auf deinem Bremssattel? Moment. Was steht drauf? Shimano. Shimano BR M 6120. B. BR M6120 4 Kolben. Ja, die sollten passen, oder was? Ja, aber bitte, erklär mir das einmal. Erklär mir das einmal. Warum ist der Bremskolben viel größer, was drinnen war? Shimano Disc Brake Pedresin D03 SRX. Hier. Ja, dann muss ich morgen zum Feiergeschäft fahren. Muss ich umtauschen. Ja? Muss ich halt umtauschen. Würde kein Problem sein, ne? Was kann ich das Scheißrad wieder nicht fertig machen? Weiß kurz mal schauen. Da kann ich ja vorne jetzt auch nicht machen, ne? Weil das dasselbe Problem ist. Gut. Wenn's in Aschach bist, fahrst zum Neintlinger Peter, der hat so ziemlich alle. Einmal mit Profis. Der Popoflo, wo ich das Rad gekauft habe, müsste das ja auch haben. Das ist eigentlich ein ziemlich großes Geschäft. Aber der Verkäufer hat mir da wahrscheinlich einfach Falsches gegeben. Ne? Wurscht, die tauschen das schon. Ist ja kein Problem, bin eh Stammkunde dort. Ja. Was machen wir jetzt dann? Warte mal. Beim Gravelbike möchte ich ja was umbauen, aber da brauche ich den Fahrradständer. Das geht jetzt auch nicht. Mein Gott, ne. So viel wie der Pichel kaputt macht, ist der der beste Kunde. Ich wollte eigentlich morgen das Video machen von meinen Chinesen-Schaltwerk da, ne? Die machen schon Druck. Ja, genau. Dann drücke ich auf Bremsen, dann gehen die Kolben komplett raus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich wollte eigentlich morgen das Video machen über meinen Chinesen-Schaltwerk da, ne? Die machen nämlich schon Druck. Ja, dann drück halt nicht drauf. Ja, genau. Sicherst dir deine Bremse, wenn's den stehen lässt. Ja, wurscht. Verschieben wir das halt auf morgen. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Oh mein genau. Gott. Wegen versehentlich Bremskolben raushauen ist gleich größer als dann ist die Kacke am Dampfen. Ja,
Nein, wir lassen es einfach. Wir lassen das Fahrrad so stehen, wie es ist, greifen es nicht an und machen uns einfach morgen weiter. Wurscht. Komplett egal. Glaubt da nichts davon. Ich war halt, hätte gern das Video morgen gemacht, ne? Von meinem genesenen Schaltwerk. Die machen nämlich schon Druck. Die haben eine E-Mail geschrieben, wann das Video endlich kommt. Das war jetzt. Das, was hast du für einen China-Schrott? Wheel-Top-Schaltung. Wheel-Top-Schaltung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Die funktioniert wirklich gut. Elektrische Schaltung. Die funktioniert wirklich gut. Geht wirklich super. Ich kann nicht sagen, dass die scheiße ist. Echt nicht. Wann kommt die Wheel-Top-Gravel? Ich weiß es nicht. Schreib's denen, die Schaltung ist schuld, dass es dir die Bremsen zerhauen hat. Jo. Ich tue das gleich rüberlegen. Dass ich morgen in der Früh gleich zum Popo fahre. Ah ja, das können wir noch. Ja, das können wir jetzt noch testen gemeinsam. Wird nämlich mein Brenner gekriegt. Ne? Mein Kochbrenner-Dingsbums. Den, was mir ihr empfohlen habt. Haben wir da ein Budget? Ja. Also ist noch ein Überrestel von Max im Boot. So, wir testen jetzt diesen Brenner da. Ultralight. 26 Gramm. Leicht wie eine Feder. Aber das ist wirklich leicht wie eine Feder. Bist du deppert? Der ist ja wirklich, der hat nichts an Gewicht. Das ist nichts. Wie kriege ich das jetzt auf da? Entschuldigung, Mika. Das ist nichts zum Essen. Ich habe so eine Flasche noch nie gehabt. Wenn ich da das jetzt reinstich, kann ich es nachher wieder rausgeben, ohne dass das Ding ausfällt? Ja, normalerweise kannst du es einfach wieder abschrauben. Muss mir noch einen Topf suchen. Also in den Topf passt rein. Warte, schauen wir gleich. Das habe ich eh auf Amazon gekauft, das ist schon sehr lang aus. Aber auf Amazon kann man eh nachschauen. Ne? Meine Bestellungen, was gebe ich da jetzt ein? Kochtopf. Oder Topf, gebe ich einfach mal ein. Schauen wir mal. Meine Bestellungen. Topf. Ja, da haben wir noch. Da haben wir ihn. Kostet 32 Euro, ist aus Titan. Link kopieren.
ist ja auch der. Schauen wir mal, ob ich meinen eigenen Kanal über was posten kann wieder. Schauen wir mal, ob ich meinen eigenen Kanal. Ja, ich kann sogar auf meinen eigenen Kanal wieder was posten. Wer hätte es gedacht? Ich werde aber bei der kommenden Bikepacking-Tour jetzt den großen Topf mitnehmen, was ich beim Decathlon gekauft habe, weil ich öfters ein paar Nudeln machen will. Ne? Nudeln mit Pesto. Wir werden das jetzt einfach testen. Ich werde jetzt. Pass auf. Wir kochen. Wir machen einen wissenschaftlichen Stream da heute. Ich höre Wasser. Wir schauen jetzt, wie lange das dauert, dass das Wasser zum Kochen bringt. Wir fackeln jetzt mal Bude ab. Nicht zu Hause nachmachen. Gut. So, jetzt brauchen wir ein Feuerzeug. Nein, warte mal, ich bin der Autopickel. Der Autopickel macht es mit einem Feuerstahl. Muss meinem Namen gerecht werden, ne? Hat. Mit Feuerbohren bitte. Mit Feuerbohren, ne? Ja. So. Gibt es irgendeine Gebrauchsanweisung? Was, was braucht der Pickel nicht? Oh! Nice! Hab denselben Titanbecher ohne dem Logo hier vor einiger Zeit bei AliExpress für 13 Euro besorgt. Da Logo drauf? Da ist ja kein Logo drauf. Gut, das ist schon so used, bei mir ist, kannst du da gar nichts mehr ablesen. Aber ich stehe voll drauf, wenn das Zeug so ein bisschen einfach benutzt ausschaut, ne? Ich stehe drauf. Ich mag das voll. Ja? Das ist schon so richtig einbrennt. Okay. Ja, das ist bei mir schon weggebrannt. So, boah, da stinkt es jetzt herinnen. Vielleicht sollte ich vielleicht Fenster aufmachen, hä? Wir machen Fenster auf. Freunde, wir machen Fenster auf, nicht, dass ich da drin jetzt ein Abfackel. Ich hab dazu aber noch einen simplen Spiritusbrenner. Und wir nehmen, weil er gerade da steht. Ein kräftigen Schluck von Max sein Med. Ja, ich habe einen Spiritusbrenner bis jetzt. Den X-Boil. Ja. Das ist natürlich die Ultralight-Version, das ist wiegt halt dann gar nichts. Ne? Aber wenn man 10 Tage unterwegs ist mit Bikepacking, finde ich Spiritus nicht mehr okay. So 2-3 Tagestour oder 4 Tagestour, okay. Aber. Ich bin jetzt aus Team Gas umgestiegen, weil, ja, weil wir 10 Tage unterwegs sind und wir wollen so was Feines kochen, sage ich jetzt einmal, ne? Ab und zu. Und der Max kann sehr gut kochen. Der Max kann auch sehr gut viele Sachen kaputt machen, aber er kann auch sehr gut kochen. Und wenn ich schon mit Max unterwegs bin, genau, ihr seht das nämlich in einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das ist jetzt ein guter Transition. Der Max hat die ganze Woche gekocht. Ja, na wirklich, wenn ihr das Video nachher seht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, der hat da wirklich auf dem kleinen Drecksboot Sachen herzaubert, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Kochen kann er. So, jetzt schauen wir, wie ich fair machen kann. Ja, war beim Schneiden dabei. Segelvideo top. Ui! Am Boot. Muss ich nachher schauen, ist gleich größer als Kroatien. Segeln ist geil, war schon zu lange nicht mehr. Ja. Also auf der Segeljacht hat er gekocht, ja. Wir waren eine Woche lang durchgehend auf der Segeljacht. Und der Max hat immer gekocht, in der Früh, Mittag und am Abend. Okay. Dann schauen wir mal. Ob wir das Teil zum Kochen bringen. Und ob das überhaupt hält. Naja, okay. Machen wir einen Stabilitätstest. Bis zur Tour braucht der Michel eine neue Kartusche. So oft. Schaut's auf die Uhr. Schaut's auf die Uhr. Moment. Das hält dann hier minimal 2 Tage. Moment. Moment. Wo ist es? Ah, wo ist denn das? Mein Stopper. Uhr. Da. Stoppuhr. Start. Schon wieder komische Musik, oder? Wir erhitzen da jetzt 1 Liter Wasser. Ja, der Max kocht sehr gerne. Ja. Das sind circa 1000 Milliliter. Circa. Also warum hören wir jetzt doppelt? Dankeschön, Manfred. Servus, Christi. Und danke nochmal für deinen kurzen Besuch. Es hat echt cool gepasst, dass du gerade vorbeifahren warst, ne? Nach Wien, Manfred. Hat mich wirklich sehr gefreut. Wirklich. Ich hätte noch gerne mehr Sticker gegeben, aber ich habe nochmal die Zeit gehabt. Bin gleich im Kino. Ja, aber klasse mich auch. Was schaust du denn gleich für einen Film an? Ein bisschen mehr auf dran. Es macht schon Blubberblasen. Twisters. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Leider gar nicht, das muss man alles selber zusammenbasteln. Das kann man nicht Plug and Play kaufen. Das muss man sich alles selber zusammenbasteln. Servus Kitzimuck. Ist schon warm. Kochen tut es noch nicht, aber es ist schon warm. Es geht echt schnell. Mit Spirituskocher wird das viel, viel, viel länger dauern. Ja, okay, das war ein guter Call vom Chat gestern, dass man den Ultralight Kocher von Decathlon nicht kaufen soll und lieber den kaufen soll auf Amazon. Das war echt ein guter Call. Oh Gott, da braucht die ja direkt einen Techniker dazu. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Also ich habe das nicht zusammengebastelt. Du musst auch noch programmieren. Du musst die Bela-Box noch mit Linux programmieren. In der Ruhe liegt die Kraft, einfach entspannen und dem Wasser beim Heizen zuschauen.
Aber ich glaube, ich werde mir nur die größere kaufen. Die größte Kartusche, ne? Ich glaube, mit der kleinen kommen wir nicht aus. Weil der Max hat das, hat auch ein ähnliches System. Ja, ich käme nicht aus. Ich käme nicht aus, wirklich. Es raucht. Okay, wie lange hat das jetzt gedauert? 4 Minuten 30. Und so ist er gekocht. Ja, ist schon in Ordnung. 4 Minuten 30 für den kleinen Brenner. 1 Liter Wasser. Top. Ja. 4 Minuten 30. Was tun wir jetzt mit dem gekochten Wasser? Machen wir sich einen Tee oder? Hey, das brennt noch immer. Was tun wir jetzt damit? Kann ich nicht daher stellen, das. Aber. Ich kann nur schief gehen. Okay. Erste Weltprobleme. Das passt gut, jetzt haben wir da. Hey, wir haben sogar einen Wind simuliert. Wir haben den Ventilator da nebenbei laufen gehabt. Okay, ja gut. Es kostet 10 Euro im Monat, ne? Es kostet 10 Euro im Monat. Ist in Ordnung, finde ich. Für das, dass er das programmiert hat und alles erfunden hat oder was auch immer, keine Ahnung. Wieder ein extra Abo. Ja, ich mache das eigentlich schon seit Anfang, ne? Ich zahle das schon seit Anfang. Ich hab das alles schon über die Cloud gemacht. Seit Anfang an. So. Weil ich das jetzt außer tue, müsste es eigentlich. Schauen wir mal, was macht. Es ist dicht. Und es ist noch ziemlich viel drinnen. Na cool. Der hat mich überzeugt. Den Brenner, der kriegt einen Daumen nach oben vom Pickel. Aber schaut mal, wie klar der ist. Der ist ja wirklich winzigst. Ja, ich meine, das. Mein kleiner Finger ist größer. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir das unterkriegen, ne? Ich schütte schnell das Wasser weg. Na ja, erfunden, falsches Wort. Okay. Ja, ich bin, was das angeht, wirklich eine Niete. Also ich bin froh, dass das gibt für mich. Weil ohne den Bailerbox war ich aufgeschmissen, ne? Ich könnte das nicht mehr selber programmieren. Und ich weiß gar nicht, ob das in mir herz, weil ich gerade in der Wohnung herumlaufe. Herz ich mich jetzt noch? Jetzt machen wir jetzt einen Streaming-Test. Herz ich mich? Also, in der Küche bin, herz ich mich. Wahrscheinlich nicht gut.
bin wieder da. Habt ihr mich gehört? Wie? Oh, Scheiße. Out-of-the-Box-Software-Sammlung fürs Streamen ist. Ja. So Floschen wie mir zum Beispiel, ne? So. Gut. So. Bestätige Flasche XD. So. Also das Messer kann man da lassen, das ist ja komplett, aber sonst. Die Gabel kann ich auch da lassen. Das reicht eigentlich nur der Löffel. Boah, das ist ja echt. Na schau, da machen wir beides rein. So. Tester. Tester. Was können wir noch in unseren Küchenabteil rein tun? Das passt eigentlich hin. Was willst du mehr? Ich hätte das Messer auch wieder, aber das ist komplett umsonst. Ich bin immer Leatherman mit, das 100-mal gescheiter. Also das Kochset und das fertig. Kann man nämlich einen Deckel drauf da, zack. Hallo, zack. Tja, das Ganze, ja, also das Kochset passt voll. Und ich habe jetzt da schon her, dass ich das auch noch zeige, weil du bist ja vielleicht ein Backpacker. Den Kocher da, also den Brenner, haben wir auf Amazon bestellt, kostet 20 Euro. Der ist super, der passt auch da in das Set jetzt rein, ne? Also in das Set ist jetzt eigentlich alles drinnen. Gabel, Löffel, Topf, dann nochmal so eine Schüssel, Gas und der Brenner. Und das Coole ist, den Deckel kann man dazu machen und das so anspannen und das hält. Perfekt, perfekt. Alles in den Gasschüssel drin. Hast du nicht den Brenner von Decathlon genommen? Nein, den Brenner habe ich eben nicht genommen, weil mir der Chat geraten hat, ich soll den Brenner auf Amazon kaufen. Und ich habe jetzt gerade getestet, er braucht 4 Minuten 30, um 1,1 Liter Wasser aufzuheizen. Also, voll in Ordnung. Das Kochset ist von Decathlon, das hat 12 Euro gekostet oder 13. Ja. Und der Brenner 20, also hast um 30, 40 Euro ein super Kochset. Ja, also wirklich, das Kochset, was da ist, kostet keine 40 Euro. Top. Gut, dann haben wir das auch getestet. Bin ich auch zufrieden. Ich meine, schaut's einmal her, weil. Tatsächlich sind manche Amazon Basic Sachen gar nicht mal so schlecht. Ja. Besser als der meiste andere China-Schrott, ja, zumindest. Das da ist viel zu sperrig, das Teil da, ne? Jeder kennt's, Campinggas, ne? Einfach so ein normales Ding da. Das kannst du doch beim Bikepack nicht mitnehmen, ne? Das ist, bockt man sich doch zum Kotzen, ne? So, jetzt machen wir das Fenster wieder zu, ne? Die Nachbarn werden sich schon denken, oder? Was, mit was fuchtelt der da mal drum? Gut, ja, das Bike kann man leider nicht fertig machen. Was Kochset. Und das Coole an dem Kochset ist, das passt super in die Taschen, was man gekauft hat. Die Ortlieb-Taschen, ne? Das wird dann quasi meine Küchen- und Hygienetasche, ne? Jo. Prinzip war es das da mit der Bastlerei. Wir kennen das Bike, kann man dann fertig machen, wenn wir die falschen Bremsbeläge gekriegt haben. Die langbrust geschlafen im Bett liegende Person schlafen noch den 300 Kilometer. Ach, gar nicht so lang, gar nicht so lang. Ich bin nach Hause gekommen am Nachmittag und habe nur, keine Ahnung, 3-4 Stunden geschlafen. Bin um 6 Uhr am Abend munter geworden. Dann habe ich was gegessen und bin um 11 Uhr wieder ins Bett gegangen und habe bis
7 Uhr geschlafen in der Früh. Also eigentlich ganz normal eigentlich. Du kannst sowieso keinen Schlaf nachholen, das geht nicht, ne? Fürs Overlanding habe ich mich schon komplett vom Gas getrennt. 1 Kilowatt Powerstation plus 500 Watt Herdplatte geht auch mit Kochen. Ja, das natürlich. Ja. Was du eine Kilowatt Powerstation hast? Mein gut, beim Overlanding muss ich sagen, ist das Beste immer nur ein Feuer machen. Ne? Das ist fürs Feeling einfach. Ne? Einfach Powerstation auf Bike hängen. Ich meine, irgendwo habe ich da was. Achso, okay. Anhänger mit Solar drauf XD. Ja, ja. Ja, für die Weltreise dann, was wir machen, ne? Nächstes Jahr. Nicht. Schön wär's. Schön wär's. Ohne Scheiß, ich will da sofort eine Weltreise machen. Zu viel. Ich will sofort losfahren. Wenn das finanziell geht. Ich bin morgen weg. Hahaha. Ja, genau. Hab gesehen, dass Traun eine Hochburg für die Brevet-Serie ist. 200, 300, 500 Kilometer, alles dabei. Wie oder wo kann man da noch schauen, Gonzo? Ja. Brevets in Österreich. Ah ja, da gehen wir sehr viel von. Oder warte mal. Das ist sehr unübersichtlich, die Seiten, muss ich sagen. Aber mit Gravelbikes mitfahren? Da wirst gleich gedisst. 100%ig. Komm ja mit KTM komme ich her, mit meinem Tracking-Bike. So schaut's aus. Aber man kann sich die Touren runterladen als Anregung. Ja. Ja, was ich auch fühlen darf, ist, ja, von Linz bis zum Glockner rauffahren, ne? Bis zum Fuscheltal. Wie viele Kilometer sind das? In einem durch, ne? Was war denn? Ich habe die Tour. Mut. Na, falsch. Im Winter, da ist es dann leichter. Ja, genau. Ja, schon eh nicht der 250 Kilometer.
und 4000 Höhenmeter. War das nix? Ha? Nächstes Jahr? Oder dieses Jahr noch? Easy-Zwei-Tagestour. Na, nix Zwei-Tagestour. Von mir aus. An einen Tag. An einen durch. Mir direkt 13. Über den Postamt zurück drüber? Mit der Rettung. Ja, was heißt mit der Rettung? Mit dem Bestatter, ne? Zuerst über die Postamt drüber, dann, ne? Ja? Und dann auf zum Fuscheltierl, ne? Oder Fuschtörl, wie es immer heißt, ne? Musst aber schnell fahren, zwei Tage passt schon. Da hast sogar noch 19 Minuten Zeit für Pause. Sauerstoff zählt alle 50 Kilometer XD. Ja. Aber ich meine, da war halt schon ein Rennrad nicht schlecht, gell? Aber es ist eigentlich mit den Girlbikes gegangen. Es ist gegangen. Mit den Rennradreifen. Wir sind eigentlich, wo wir gefahren sind. Wir sind eigentlich hier einen 30er Schnitt gefahren, ne? Fast. Wenn wir so schnell auf der Ebene waren. Ja, war gut. Das haben wir wirklich so zwischen 28 und 29 km/h die ganze Zeit herumgefahren, ne? Und ohne, dass wir jetzt sagen, okay, wir geben Gas, ne? Sondern das ist einfach im Flow gewesen. Ja, aber mit dem Rennrad fast 40 auf der Ebene. Ja, da gibst du aber Gas dann, da druckst du dann richtig. Oder nur besser, jetzt kommt's. Ich kaufe mir ein Rennrad um 100 Euro ein gebrauchtes und mit dem mache ich das. Und die Challenge noch ein bisschen. Mit welchem Rad fährt ihr? Ich fahre mit meinem Girlback. Ja. Gebrauchtmarkt für Bikes ist dir super zur Zeit. Einen uralten Stahlrenner. Ja. Ich habe noch zwei Bikes. Ich hab mein Mountainbike, mein Old Mountainbike da hinten, so ein Bia Ockham SL und mein Gravelbike, mein Scott Speedster. Noch. Nein. Ich kann mir nicht nur ein Bike kaufen, das geht nicht. Das ist finanziell nicht möglich. Wann, dann brauche ich einen Bike-Sponsor. Das ist nicht mehr finanziell druckbar. Nein. Aber die Tourreiz, das ist schon cool. Also, wenn man wirklich von Linz oder halt. Wäre aber auch geil mit einem Puchwaffenrad. Ja, natürlich. Besonders zum Schluss dann, ne? Da. Da macht es dann am meisten Spaß. Und mit so einem Postlerrad. Ja, das ist übrigens unsere Tour, was wir jetzt im August anfahren, ne? Wo ein Wille, da Promille. Ja. Mit so einem Citybike. Kann man Sitscher in Linz ausbohren? Ja. Da schlafen wir übrigens unsere erste Nacht. Da auf den Campingplatz. Schlafen wir. Unsere erste Nacht. In Maxl. Was für Touren haben wir eigentlich jetzt nur? Warte mal. Ich
Wird einiges geplant, ne? Was ist mein Wandertour müssen die auch mal machen jetzt, ne? Ich habe da was geplant. Warte mal. Probier's bei Felbermeier, der hätte uns auch gesponsert. Ja. Felbermeier, kenne ich gar nicht. So, Wanderung mit Mika. Wann holst du das Hokawike für den Alpencross? Ja. Berchtesgaden? Nein, das war nicht das. Schwertransporte Welslinz. Also den Felbermeier meinst du? Ja. Okay, ja, kenn mich aus. Wo ist denn die Tour, die Wandertour, was ich mal geplant habe? Ah, da ist. Die möchte ich mal wandern da jetzt. Ja. Übernachtung da in der Biwakschachtel. Irgendwo da ist die. Da ist irgendwo eine Biwakschachtel zum Übernachten. Also nicht mit dem Fahrrad, ne? Zu Fuß. Genau. Gemütliche Wanderung. Hätte ich echt gerne im Urlaub gemacht jetzt, aber dadurch, dass das Wetter so bescheiden wird. Haben wir sonst irgendwas geplant? Ja gut, die können wir eigentlich löschen, die haben wir schon gemacht. Die haben wir ja auch schon gemacht. Die tue mich jetzt auch mal fahren, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon ein Furz für mich jetzt. Cavallo, uiuiui, da kommen Erinnerungen hoch. Die tue. Ja, die möchte ich auch mal fahren. Aber die Woche glaube ich mit dem Mountainbike. Und ich glaube nicht, dass wir die live machen können, weil da haben wir ziemlich schlechtes Internet, schätze ich mal. Schauen wir mal, wie das ausschaut, ob wir das live machen können oder nicht. Warte mal, A1 Netzabdeckung Karte. Ein ziemliches Loch da. Wobei, wenn ich mir das da so anschaue. Naja. Das könnte sogar funktionieren, ne? Fährt man da so hoch. Da ist vielleicht aber kurz weg oder da. Wie schaut es bei Magenta aus? Mein zweiter Stick. Magenta. Netz, Abdeckung. Okay, das ist nur schlechter dort. Ah, okay. Ah, da wo es richtig schön ist, haben wir kein Internet. Ah, da mache ich das nicht live, da mache ich das mit YouTube. Machen wir ein schönes YouTube-Video draus. Ah, wisst ihr, was wir noch planen können? Wir könnten meine Tour, meine Backpacking-Tour im September planen. Oder zumindest einmal anfangen. Ja, das könnte man machen. Pass auf.
neue Tour planen. Und zwar, Startpunkt ist natürlich Trauner Hauptplatz, wo wir daheim sind. Und es ist keine Bergtour, sondern eine Fahrradtour. Ich hätte da eine coole Tour für dich. Jetzt kommst mal du wieder mit Nordkorea. Jetzt muss in Österreich sein. So, warte mal, hier starten. Ich möchte einfach jedes Bundesland in Österreich. Okay, so, was hat mir jetzt der Pater geschickt? Japan, ja, das war mir klar. Ist viel zu teuer. www.kult.com. Viel zu teuer. So, also ich will nach Vorarlberg. Ich war noch nie in meinem Leben Vorarlberg. Also vorher mit dem Fahrrad nach Vorarlberg. Aber wie ich sehe, gibt es keine Fahrradstrecke. Es gibt keinen einzigen Fahrradweg dorthin. Ernsthaft? Es gibt keinen Fahrradweg nach Vorarlberg? Was gibt es in Vorarlberg, was man sehen muss? Kennt ihr wer aus? Was ist ein schönes Ziel in Vorarlberg? Ein Bodensee, oder? Was ist in Bregenz schön? Gibt es da irgendeine Sehenswürdigkeit? Kennt ihr wer aus? Fast überall auf der Tour wirst du gutes Netz haben. Ich brauche Tipps, Leute. Was muss man in Vorarlberg gesehen haben? Oder lassen wir das Bundesland aus? Da machen wir einfach mal Bregenz Hauptstadt. Komm. Hauptplatz. Wo ist denn der Bregenzer Hauptplatz? Wo ist der? Gibt es da was überhaupt zum Bregenz? Da, das schaut nach Hauptplatz aus. So, das ist unser Ziel. Wie lohnt es uns? Wahrscheinlich über Deutschland, ne? Wir wollen aber nicht über Deutschland fahren, wir fahren in Österreich. Ziel wäre es eigentlich, jede Hauptstadt vom Bundesland zu sehen. Oder? Das ist doch cool. So eine coole Idee. So, Salzburg. Wo bist du, Salzburg? Bregenzer Festspiele. Salzburg, wo bist du? Irgendwo. Da ist der Hauptplatz. Okay. Zur Tour hinzufügen. So, dann kommt Natur Innsbruck. Ist halt schön. Innsbruck. So viel mehr würde mir aber jetzt nicht einfallen. Ja, die Natur ist schön, das stimmt. Ist das der Hauptplatz da wahrscheinlich? So, zur Tour hinzufügen. Das schaut ja schon mal viel besser aus. So, dann haben wir Bregenz. Dann müssen wir natürlich nach Klagenfurt. Tu das nicht, dann müsstest auch nach St. Pölten. Klagenfurt. Dazu hinzufügen. So. Graz. Und in das schierste Bundesland ever, was gibt. Ich finde da was. Weiß nicht mehr, wo der Hauptstadt von. Von Burgenland, Eisenstadt, oder? Aber wo ist das? Wo ist denn die unnötigste? Eisenstadt. Wo ist das überhaupt? Deutsch.
Wie klar ist denn euch das? Zu tun hinzufügen und... Spoiler, nicht in Ungarn XD. Und natürlich noch, last but not least, das schiere Wien. Da will ich, dass der Einer dann da wartet auf dem Stephansplatz und mir ein Bier ausgibt. Ja. Hat er nicht gesagt. Tattoo hinzufügen. So, jetzt schauen wir mal. Jo, genau. Dafür musst du nach Wien am Reumannplatz. 1200 Kilometer. 10.000 Höhenmeter. Okay, da ist ja die Rückreise noch nicht dabei. Ich will ja zurück auch wieder. Zug dann über Deutschland oder was? Aber da haben wir kein Internet. Nein, ich möchte nicht über Deutschland fahren. Dani machte Schluss, jetzt bin ich noch da. Servus. Aber St. Pölten haben wir vergessen. Wir haben St. Pölten vergessen. Das liegt ja quasi am Weg dann, ne? Passt. Ich warte auf dich in Wien. Bierkrüge sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ja, warte. Also eigentlich müsste ich zuerst Salzburg und dann rüber, nur so fürs Feeling, rüber nach Vorarlberg und dann erst da runter, dann wieder hoch Wien, quasi Wien dann das Letzte, ne? Weil ja Hauptstadt, ne? Aber wir müssen halt, das ist jetzt der Rückweg nicht dabei, es ist jetzt nur hin, oder ich fahre mit Zug zurück, das könnt ihr auch machen. Schieres Wien, sagt ihr, die lebenswerteste Stadt der Welt und sowas noch von einem der Linz als Hauptstadt. Linz, hahaha, Tulln an der Donau nicht vergessen. Zwinkernder Smiley. Wo ist denn das, ein Tulln? Tulln an der Donau. Ja, es ist ja keine Hauptstadt. Vom Bundesland. Also meine Österreich-Tour, die was ich live mache im September, fahre ich quasi jede Hauptstadt und Bundesland ab. Und wenn wir dann quasi in Bregenz waren, können wir eigentlich mit dem Zug zurückfahren, oder? Müssen wir dann mit dem Rad zurückfahren. Dann lassen wir uns einmal kurz nach Slowenien. Ja gut, da habe ich halt einmal kurz keinen Internetempfang. Die spannende Frage bei der Tour wird sein, wo ist weniger los, Eisenstadt oder St. Pölten XD? Oder wir fahren dann. Na gut, aber wollen wir dann das Stück? Ich tippe auf St. Pölten Smiley mit Freudentränen. Was ist, wenn man. Na, das muss ich einfach mitnehmen. Gut, das. Können wir ja da quasi schon eine Tour fahren. Da haben wir da auch kurz kein Internet, das ist ja also nicht so schlimm. Weil bei irgendwo kann man sich ja Campingplätze anzeigen lassen, oder? Wo ist das gegangen? Wo sind jetzt wieder die ganzen Komoot-Leute, die was ich auskenne mit Komoot? Das ist doch irgendwo da gegangen, oder? Bei den drei Punkten hat es doch geheißen. Beim Plus geht das. Genau, Campingplätze wollen wir sehen. Campingplätze. Highlights brauchen wir nicht. Ui, das schaut schlecht aus.
Perlen vom Wind getragen durch die leeren Straßen von St. Pölten wehen. Ja gut, das haben schon einige. Es passt schon. Gut. Naja. Start mal in Linz, ne? Achso, warte mal, ich habe gesagt, das ist Sofa. So. Ja, ist ja auch wieder blöd. Da muss ich das wieder alles zurückfahren. Na, wurscht. Da muss ich halt Wien am zweiten Tag gleich drankommen. Ist ja wurscht. Für Reihenfolge, ne? Ist ja Vorarlberg dann am Schluss dran. Ja, wie viele Kilometer sind das jetzt? Das ist ja nur mal die grobe Planung gewesen, ne? Aber es geht sogar, ne? 1200 Kilometer ist jetzt nicht so viel. Was sagst du, fährst jeden Tag 150? Ja, das speichern wir uns einmal. Können wir eh noch dran feilen. Bis September ist noch genug Zeit. Ich hätte ja eine richtige gemütliche Picheltour. Jeden Berg in Österreich hoch und runter. Das geht sich glaube ich in dem Leben nicht aus. So, das nennen wir jetzt einfach mal Pichel Live Stream. Ah, warte mal. Pichel Tour de Austria Live Stream 2024 September. Bam. Sind wir gespeichert? Da haben wir sicher noch ein bisschen dran feilen. Oh, der grobe Plan steht einmal fest, ne? Die übliche Dauer für diese Tour liegt bei 11 und 25 Tagen. Ich glaube nicht, ist aber nicht schneller. Da sind ja ein paar Berge dabei. Was ist denn das da? Was muss ich da wieder über den Großglockner? Was ist denn das da? Okay. Ja gut, müssen wir halt über den Berg drüber. Hilft nicht, ne? Irgendwo müssen die Höhenmeter herkommen. Jo. Okay. Gut, Leute. Ist noch irgendwer online, was wir reden können? Wahrscheinlich nicht. Kannst unten bei der Leiste schön ranzoomen. Da, ja. Guck mal, so drauf drücke. So. So, ist irgendwer online? Nope. Nope. Gut. Lass uns einfach gut sein, ne? Sieht nur so spitz aus, weil die Gesamtlänge zu viel ist. Ja. Das geht. So ist es ein leichter Hügel. Stimmt, ja. Das sind gerade mal 500 Höhenmeter, ne? Ja. Was ist das da? Das geht auch, ne? Ah gut, das wird die schwerste Etappe werden mit 1000 Höhenmeter, aber es ist gar kein Problem, ne? Ja, es ist wieder Vorarlberg um mich, ne? Tirol, Vorarlberg. Ja, es wird schon eine schöne Tour werden, ne? Da kommen wir schon irgendwie hin und das Ganze live. Hoffentlich. Dadurch, dass wir ja
Da musst du noch ein paar mehr Pässe einbauen. Ja, das machen wir dann on the fly quasi, ne? Schauen wir, warte mal, bevor wir jetzt den Stream ausmachen, schauen wir uns noch ganz kurz an, wie es mit Internet ausschaut auf der Route. Gut, bis auf Wien ist ja mal kein Problem, das weiß ich, dass es geht. Dann da so runter. Ja, wir sind eh in Ballungsgebieten unterwegs, ne? Schaut eigentlich ganz gut aus. Da wo das Internet nicht so gut abgedeckt ist, in der Steiermark, da sind wir eh nicht unterwegs. Wir sind ja quasi eher so am Rand unterwegs, ne? Schaut eigentlich ganz gut aus, dann da wieder so rauf. Na gut, da könnte ein Problem werden. Da, oder? Im Endeffekt wird das ganz gut passen. Da auch, schau her, wir sind ja da. Wir fahren da eh so. Schaut gut aus. Dani hatte auch keine großen Probleme bei seinen 2000 Kilometer durch Österreich. Aber ich selber durch Österreich gefahren, oder? Wo ist der gefahren? Ist der. Was für Route ist der gefahren? Oder sieht man, wo es am besten das Internet ist? Ja? In Oberösterreich und Niederösterreich. Dann schaut es ja schon mager aus, ne? Ist einmal im Kreis quasi, glaub auf seinem Komoot kannst du es sehen. Okay. Wie komme ich auf sein Komoot? Wie kann man da Leute finden? Wie geht das überhaupt? Ich kenne mich da gar nicht aus. Profil. Geht das? Wie kann ich da wen finden? Freunde finden. www.kumut.com. Hier. Ach, da ist er schon, ja. Folgen. Experte für Wandern in Leoben. Wann war denn die Tour? Ah, da. Ich kann die Tour öffnen. Okay. Das ist sehr ähnlich eigentlich. Ja, jede Hauptstadt eigentlich opfern, ne? Bis auf St. Pölten oder auslassen. Gut, das ist jetzt aber eine. Ja, wir sind eher durchgefahren, das ist ja ein Ort, wo eigentlich gar nichts los ist. Ja. Es ist eigentlich eine interessante Route, ne? Es ist im Prinzip. Ja, er ist von Linz nach Wien-Dürke durch.
Interessant. Im Prinzip ist es sehr ähnlich wie die Tour, was ich ausgewählt habe. Nur, dass halt da quasi sogar ein Rundkurs ist, ne? Und wieder zurück. Wie lange ist er da gefahren? Also da sieht man sich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20 Tage, kann das sein? Circa 20 Tage, glaube ich. Mhm. Ja, kann sein. Ich habe noch 2 Wochen Zeit. Mehr Urlaub habe ich nicht. Guten Abend. Servus, Ben. Na gut, die Option ist halt immer noch, gell? Wenn wir so fahren und in Bregenz sind. Ja gut, wenn es wirklich ist, dann brettert die 300 Kilometer am Tag. Wir wissen ja, dass... Schau JZ aber nur kurz rein. Ja, ich bin ja gerade am Beenden des Streams. Genau. Ja, den Rückweg von Bregenz kannst auch mit dem Zug machen. Ja. Wobei von Bregenz bis nach Linz schaffe ich sicher, wenn ich will, in 2 Tagen. Oder 3. Schaffst du sicher, aber muss ja auch nicht unbedingt sein, sieht's dann sicher vieles doppelt. Ja. Bin gleich selber on, deswegen bin ich auch wieder weg, wollte nur mal kurz reinschauen, was hier abgeht. Schönen Abend euch noch. Alles klar, servus, viel Spaß. Ja, dann lassen wir's gut sein, Leute. Ne? Ich sag mal. Wir werden sicher die nächste Zeit auch mal sehen. Am Samstag ist mein Urlaub vorbei. Sonntag, Montag muss ich arbeiten. Ja. Genau, also wir müssen ja morgen mein Fahrrad zusammenbauen. Ne? Genau. Muss mir die richtigen Bremsbackeln holen. Genau. Und an einen Appell an alle Leute da draußen. Schaut euch bitte mein neues YouTube-Video an. Warte, ich poste es nochmal. Ich poste es nochmal. Teilen, kopieren. Komme ich wieder zu meinem eigenen Chat. Ach, da. Bitte vorbeischauen. Dankeschön. Und ja, ich sage einfach mal, höchstwahrscheinlich bis morgen. Höchstwahrscheinlich bis morgen. Ansonsten bis Samstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns. Pfiat euch. Baba. Oh, ich hätte auch schon gekauft. Alter, ein Finger.